Ei, gude wie, liebe Motorradfreunde, wie man so schön bei uns im Hessenlande sagt. Ich bin der Frank und ich möchte euch gerne heute mein Motorrad vorstellen. Es handelt sich hierbei um eine BMW F750 GS, ein Mittelklasse-Reise-Enduro-Maschine, wie man sie wahrscheinlich oft sieht. Und ja, die möchte ich euch heute kurz vorstellen. Ich fahre die Maschine seit nun etwas über einem Jahr und habe sie als BMW Werksmotorrad gekauft und habe auch ein wenig Material verbaut, was ihr hier schön auf den Videos sehen könnt. Eine größere Windschutzscheibe mit einem kleinen Spoiler oben drauf. Und erst mit dieser Kombination habe ich einen adäquaten Windschutz. Ich habe einen wunderlich Motorschutzbügel verbaut, ein SW Motec Gepäckträgersystem und Topcase, ein TomTom Navigationssystem und hier und da und überhaupt noch das ein oder andere dran gebastelt. Ich fahre diese Maschine sehr gerne, weil sie sehr leicht zu handeln ist. Also sie legt sich geschmeidig in die Kurve, ist stabil auf der Autobahn, Kupplung, Bremse leicht zu bedienen, super zu dosieren. Diese Maschine überfordert niemanden. Ich würde sie für jeden Anfänger, Einsteiger als auch fortgeschrittenen Fahrer empfehlen. Die Leistung mit 77 PS reicht dicke aus, sehr angenehm zu fahren. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal mit der Maschine in den Alpen und das hat alles ganz wunderbar funktioniert. Was kann ich euch noch über die Maschine erzählen? Was mir nicht so gut gefällt oder was ich nicht benötige oder auf was ich verzichten könnte, das ist der sogenannte Quickshifter. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, was das an einem 77 PS Motorrad Reiseenduro zu suchen hat. Es ist keine Sportmaschine. Ich brauche es nicht. Die Kupplung ist wunderbar leicht zu bedienen und ja, kann man drauf verzichten. Was gibt es noch zu sagen? Die Maschine hat Vollausstattung, exklusive Alarmanlage. Das hat sie nicht. Einen ganz wunderbaren Aufkleber auf der Windschutzscheibe. Und ja, so viel zu meiner Maschine. Ich grüße euch aus dem schönen Hessenlande und wünsche euch eine wunderbare Motorradsaison. Bis dann. Tschüss.